Ein kleiner Pferdehof vor den Toren Hamburgs. Die Ponys Trixie und Jojo stehen noch friedlich auf dem Außenpaddock. Doch eine kleine Kinderschar macht sich bereit, die Koppel zu erobern. Einmal in der Woche bekommen die sanften Tiere Besuch von den Kindern und Jugendlichen aus der Harburger Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes stellen wir die Reittherapie mit nicht betroffenen Kindern nach. Das Kennenlernen beginnt vorsichtig. Auf dem Paddock können sich Mensch und Tier in Ruhe beschnuppern. Es ist ja so, dass viele von den Patienten, die zu mir kommen, dass die gar noch nicht unbedingt Kontakt zu Pferden hatten oder einige auch noch gar keinen Kontakt zu anderen Tieren hatten, sodass häufig da auch Ängste ein Thema sind und es erstmal wirklich nur um einen Kontaktaufbau geht, erstmal zu schauen, wie ist denn so ein Pferd, wie reagiert so ein Pferd auf mich und es erstmal wirklich darum geht, einen Kontakt anzubieten und auch das, was das Pferd anbietet, an Kontakt und Beziehung anzunehmen und da zu gucken, wie kommen wir da irgendwie in ein Miteinander. Ist die Interaktion geglückt, werden die Tiere geputzt. Hier geht es um das Spüren, wie fühlen sich Fell und Mähne an. Wie reagiert der Vierbeiner, wenn man ihn putzt? Diese Interaktion und die Erkenntnis, dass sich das Tier an vielen Stellen nicht selber versorgen kann und auf Hilfe des Menschen angewiesen ist, schafft Verantwortung und Bindung. Ist das Putzen geschafft, wird auf dem Dressurviereck mit kleinen Übungen begonnen. Auch das Führen ist etwas, das ist für viele ganz, ganz schwierig, mit dem Pferd einfach spazieren zu gehen, was irgendwie für viele Menschen ganz normal ist, durch den Wald zu gehen. Aber wenn man plötzlich mit einem Pferd irgendwie geht, ist es für die Kinder und Jugendlichen häufig ganz, ganz schwierig zu gucken und zu erfahren, inwieweit ist da Vertrauen, kann ich dem Pferd vertrauen, vertraut das Pferd mir, folgt mir das Pferd, kann ich das Pferd führen. Wo wir ja auch davon sprechen, dass wir von 300 oder 400 Kilo in dem Fall von den Ponys sprechen, folgen mir 400 Kilo oder gehen 400 Kilo einfach mit mir dahin, wo sie hin möchten. Das sind ja Dinge, die müssen Kinder und Jugendliche erstmal erfahren, die damit gar keine Erfahrung haben bislang. Erst einmal führen und vielleicht auch aufsteigen und sich tragen lassen. Eine außerordentliche Erfahrung für viele Kinder. Und wenn die aufregende Aufgabe geglückt ist und vielleicht sogar ein Spaziergang im Wald möglich wird, hinterlässt dieses Erlebnis glückliche Ponys und stolze kleine Ponyreiter und Führer.